Jetzt gehe ich erstmal noch mal kurz zurück in meinen Raum. Denn ich sehe, Julian möchte was von mir. Erinnerst du dich an die Musikatzen, mit denen wir uns im Korallenhochland angefreundet haben? Ja. Mit. Was willst du? Naja, ist okay. Dann viel Spaß beim Reiten. Der kommt mir aber nicht hier ins Haus. Du kannst jetzt Schnurtrupp-Monster mit deinem Palinko reiten. Wähle Struppler-Ritt-Ruf im Objektbalken aus, um ein Monster herbeizurufen und drücke dann neben ihm F, um aufzusteigen. Öffne die Gebietskarte und drücke Tab, um ein Ziel festzulegen und 100 Stunden zu reisen. Du kannst zum Beispiel ein großes Monster mit Tab markieren, auf dem... automatische Folgen. Dadurch kannst du dich unterwegs auf die Jagd vorbereiten. Während du ein Monster reitest, kannst du wie gewohnt Materialien sammeln, deine Objekte und deine Schleuder verwenden und die Gebietskarte öffnen. Aber du hast auch neue Aktionen zur Auswahl. Öffne die Gebietskarte durch Tab, sie festlegen. Rennen ist auch klar, vom Monster absteigen ist klar. Du kannst das Monster nicht direkt steuern, wenn du kein Ziel festlegst, folgt das Monster Spuren. Okay, also man kann nicht frei rumlaufen. Du kannst den Status deines reitbaren Monsters überprüfen, indem du das Startmenü Info gibst, bla bla bla. Ah, okay. Alles klar. Jörn, du kannst jetzt Dinger reiten. Chamus reiten. Jetzt habe ich eine Sache noch vergessen. Ich muss noch mal kurz rein. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den noch bekommen. Diesen Schließpulverfisch. War das nicht hier irgendwo? Nee, hier war das.
Ach ja, genau, das war jetzt mit dem, du rennst da so durch diesen Bogen durch, um zu dem Typen zu kommen. Okay, hier kann ich überall nicht angeln. Ich wollte es nur mal ausprobieren, ne? Nicht, dass ich jetzt hier. Einen anderen Angelplatz verpenne oder so, ne? Sind allzu groß. Das ist ja schön und gut, aber die suche ich ja nicht. Ich suche so kleine Fischis, offiziell zumindest. Das ist leider der falsche. Oh, schon wieder so ein Sushi-Fisch. Ich bin nicht, ich mag Sushi gern, aber. Auch den Fisch davon gerade nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Fische brauche. Das sind wahrscheinlich alles Sushi-Fische, ne? Finde ich denn hier nicht noch irgendwie einen Hinweis, wo man die finden kann? Irgendwie will ich jetzt ja auch eine Stunde lang fischen, ohne dass das jetzt Sinn macht.
sehe aber jetzt auch keinen mehr, ne? Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen gewartet. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen hier rum. Vielleicht kommt noch ein Fisch. Aber das ist auch kein Schießpulverfisch. Hier mal noch mal ein bisschen rum. Mich interessiert mal, ja, ich mache mal die Expedition beenden. Mich interessiert noch ein Ort, auch zum Fischen. Den würde ich mir jetzt noch ganz gerne angucken. Wo ich jetzt nicht weiß, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, aber irgendwie irgendwas muss ich ja mal machen noch, ne? Weil da jetzt so doof rumstehen, habe ich auch nicht so Bock drauf, weil ich weiß ja nicht mal, ob der Fisch da ist. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal ins Tal der Verwesung. Ob da vielleicht noch ein besonderer Fisch ist, den man fangen kann. Weil wenn ja, möchte ich ihn natürlich fangen. Wenn nein, dann ja, frage ich ihn halt nicht. Aber vielleicht gibt es hier auch coole Tiere, die ich entdecke, die ich fangen möchte oder so. Ich habe irgendwie mehr gefangen, als ich fangen wollte, glaube ich. Aber das ist schon okay. Lauf. Muss der ausgerechnet hier sein? Ist auch ein Typ mit einer Angel. Hi, was siehst du denn? Ich liebe es zu angeln. Okay. Jetzt mit anderen Worten, hier gibt es wahrscheinlich den Schießpulverfisch nicht, sondern hier gibt es den,
Irgendeinen goldenen Fisch, aber ist okay. Kann wohl nicht wahr sein, jetzt habe ich hier schon so viele Fische an der Angel. Und es ist einfach keiner dabei, den ich brauche. Nee, den brauche ich auch nicht. Den brauche ich auch nicht unbedingt. Was ist das denn für einer? Ja, ich habe schon mal den goldenen Fisch bekommen. Was sind das da hinten für Viecher? Da hinten sind noch welche. Ich will wissen, was das für welche sind. Sieh die doch. Ach, hier finde ich den jetzt auf einmal. Okay, gut. Nehme ich aber an, ist okay. Akzeptiere ich. Ach. Auch wenn das eigentlich ja nicht das. Das ist egal, das zählt. Das ist die Hauptsache. Den habe ich ja mein Ziel hier schon erreicht. Dann kann ich hier wieder die Expedition einmal abbrechen und zurückkehren. Und einmal groß verkünden: Hey, ich habe einen Goldfisch gefangen und einen Schießpulverfisch. Mega cool. Meine Schnittrupf-Safari ist auch wieder da. Sehr, sehr schön. Dann können wir mal so die Schnittrupf-Safari schicken, die wieder los. So, nee, erstmal möchte ich hier sehr, sehr gut. Strombeutel immer sehr schön.
finde das eigentlich ganz cool. Plauschtiere. Wenn ich davon schon welche habe, warum denn dann nicht auch platzieren, ne? Und an der Decke könnte auch erstmal noch, bis ich da neue für habe. Ich finde die Haustiere mega cool. Bisschen schade, dass ich die jetzt erst entdeckt habe für mich. Aber das passt schon. Da möchte ich mich nicht beschweren. Aber mal gucken, ob wir noch eine Mission davon haben. Hier auf jeden Fall nicht. Hier haben wir eine. Hier haben wir eine. Hier haben wir auch eine. Wo gehen wir zuerst hin? Korallenhochland waren wir jetzt schon so viel. Haben wir schon so viel gefangen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst dann nochmal. Hier hin. Ob das jetzt so wichtig ist für das Spiel, weiß ich. Also, man könnte sich wahrscheinlich jetzt sagen, ja, ist ja mega unnötig, das alles zu machen. Ich finde es halt irgendwie nicht. Okay. Zu diesem Fischforscher Typsi. Mal gucken, was der zu sagen hat. Spring nicht ins Wasser, sonst verscheuchst du mir die Fische. Zack, platsch. Meine Forschung laufen wäre Schönchen. Ich verdanke ich einem bestimmten. Also an Fischen. Ja, nicht dich. Wie dem auch sei, ich habe interessante Informationen erhalten, wenn ich die mitteile mit dir. Mal sehen. Dann reden die immer nur noch einmal mit einem, habe ich das Gefühl, das ist hier vorbei. Aber ist okay, wenn er nochmal reden wollte, dann ist das vollkommen legitim. Oder muss ich nochmal mit ihm reden? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne, der möchte auch nicht nochmal reden. Dann kann ich die Expedition schon wieder beenden. So viel by the way zu dem Thema. Wir machen heute mit der Storyline weiter, ne? Ich glaube, ich habe so ziemlich heute alles weitergemacht, außer die Storyline mal wieder, ne? Wir machen dann definitiv. Ja, irgendwann müssen wir damit ja auch mal weitermachen, ne? Aber erstmal bin ich fasziniert von Haustieren. Andererseits gibt es jetzt auch gerade nichts mehr für mich zu tun hier. Von den Forschungen her. Offiziell zumindest. Das heißt, an dieser Stelle beende ich den Stream dann jetzt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so lange dabei wart heute, auch dass ich ja zweimal gespielt habe, gestreamt habe heute, ist ja, ich meine, kommt bei mir ja öfter vor, aber das muss ja nichts heißen. Morgen kommt dann auch schon der nächste Stream. Ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Marco, für die ganzen Tipps, die du mir gegeben hast. Das hat wirklich sehr geholfen. Damit verabschiede ich mich jetzt aber dann von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend bzw. eine wunderschöne gute Nacht. Bin damit raus und sag bye bye.